Hallihallo, herzlich willkommen in meiner Firma Schlosserei Oldorf. Ich habe hier einen Zylinder von Iseo und das ist der R9 Plus. Und den baue ich ganz oft ein, weil dieser Zylinder einfach unheimlich gut schließt von der einen Seite her und von der anderen Seite. Gibt es noch diese Schlüssel und die sind ziemlich stabil. Wir haben also hier mehrere Löcher drin oder Bohrmulden, sagt man dazu. An der Seite gibt es auch noch mal eine Abfrage. Der ist unheimlich stabil, dieser Schlüssel. Der bricht auch nicht so schnell ab. Und bis jetzt hatte ich mit diesen Zylindern überhaupt noch keine Probleme. Hier unten in diesem Bereich, da wo die Schraube festgesetzt wird, ist noch mal eine Verstärkung eingebaut worden, dass man den Zylinder also nicht irgendwie abbrechen kann. Zu diesem Zylinder gibt es eine Sicherungskarte. Die sieht dann praktisch so aus. Iseo R9 Plus, das ist der CSR. Und dazu gibt es dann auch noch Schlüssel. Das ist also alles hier extra verpackt. Das mache ich jetzt mal auf, weil ich muss da gleich auch mit zum Kunden hin das einbauen. Und bei diesem Zylinder ist es so, der hat eine Not- und Gefahrenfunktion. Das heißt also, wenn jemand von der einen Seite den Schlüssel drin stecken lässt, kann man trotzdem aufschließen. Der dreht dann eben halt mit. Ja, wie gesagt, der hat also mehrere Abfragen hier drin. Auf der einen Seite hier haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Löcher und zwei hier oben nach, macht 8. Und dann eben halt nochmal, wie gesagt, diese seitliche Abfrage. Der Schlüssel liegt ein unheimlich gut auch in der Hand. Ist ein Neusilberschlüssel. Und der kann auch nicht so ohne weiteres abbrechen. Der wird quer reingesteckt. Dadurch, dass es eben halt ein Wendeschlüssel ist, kann ich den einmal so rum reinstecken und einmal andersrum. Ja, das kann ich zu diesem Zylinder sagen. Drei Schlüssel werden immer dazu geliefert. Plus eine Befestigungsschraube und eben halt auch diese Sicherungskarte dazu, die berechtigt einen Schlüssel zu machen. Ansonsten bekommt man diese Schlüssel hier überhaupt nicht auf dem Markt. Meistens bestelle ich diesen Zylinder immer mit 5 Schlüsseln, also nochmal eben zwei extra. Dann hat man auf alle Fälle so viel, dass wenn mal was in Not ist, dass man dann eben halt beigehen kann und kann noch einen Schlüssel ausgeben. Und wenn ich den nur mit drei Schlüsseln bestelle, ist es meistens so, dass man mit zwei Personen ist, dann ist noch einer über, aber dann braucht man vielleicht noch einen für eine Reinigungskraft oder noch für den Sohn, die Tochter und dann müsste man die nachbestellen und dann wäre das bei einer Nachbestellung ist der Schlüssel zu teuer. Am besten immer gleich mit fünf Schlüssel bestellen, dann hat man auf alle Fälle genug und wenn denn mal irgendwas sein sollte, dann hat man einen sofort zur Hand und nicht erst, dass der bestellt werden muss, dauert und ja, dann sind da unnötige Kosten drauf. Gut, das war's von meiner Seite aus und dann freue ich mich schon wieder auf mein nächstes Projekt. Wenn jemand noch irgendwas über diesen Zylinder wissen möchte, kann er mich gerne anschreiben. Ich beantworte das dann gerne. Einfach nochmal sonst in die Videobeschreibung beigehen. Einfach mal unter dem Video ist ja die Videobeschreibung und da ist dann nochmal eine E-Mail-Adresse, Telefonnummer und diese Sachen.